Jetzt zeige ich Ihnen das Malen einer gleichmäßigen Fläche. Befeuchten Sie das Papier zuerst mit sauberem Wasser, möglichst gleichmäßig. Sodass nirgendwo Tropfen entstehen und keine Stelle ausgelassen ist. Wenn ein Schlusstropfen entsteht, können Sie den mit dem Pinsel vorsichtig wegsaugen. Sie warten ein bisschen, bis die Oberfläche des Papiers seidenmatt schimmert. Dann tränken Sie Ihren Pinsel mit Farbe. Achten darauf, dass Sie keine eingetrockneten Farbreste am Rand des Pinsels aufnehmen. Streifen vielleicht den Pinsel ein bisschen an einer erhöhten Stelle der Palette ab und dann tragen Sie die Farbe ineinander überlappenden Bahnen auf. Setzen Sie dabei den Pinsel möglichst nicht ab, wenn es nicht notwendig ist. Es kann aber sein, dass Sie Farbe nachnehmen wollen. Dann sehen Sie, es bildet sich ein Schlusstropfen. Den müssen Sie dann, wenn Sie mit dem Malen fortsetzen, wieder einfangen. Sonst haben Sie dort einen dunkleren Fleck. So können Sie die Fläche gleichmäßig fertig malen. Und wenn Sie am Schluss einen Schlusstropfen haben, trocknen Sie wieder zuerst den Pinsel ab und saugen Sie den Schlusstropfen dann mit dem abgetrockneten Pinsel weg. Wenn Sie das Papier lufttrocknen lassen, dann verläuft die Farbe noch ein bisschen mehr. Wenn Sie zufrieden mit dem Ergebnis sind und schnell etwas anderes machen möchten, können Sie die Fläche auch trocken föhnen. Wenn Sie eine größere Fläche bemalen möchten, dann nehmen Sie dafür auch einen größeren Pinsel. Sie befeuchten wieder das Papier, damit das Papier die Farbe gut aufnehmen kann. Dann tränken Sie den Pinsel in der angerührten Farbe. Und tragen die Farbe in überlappenden Bahnen auf, möglichst ohne den Pinsel dabei abzusetzen. Jedes Mal, wenn Sie den Pinsel absetzen, haben Sie einen Schlusstropfen. Und diesen Schlusstropfen müssen Sie dann, wenn Sie wieder einsetzen, mitnehmen, sonst entsteht dort möglicherweise ein Fleck. Sie können auch noch einmal Farbe nachnehmen, dann den Schlusstropfen wieder einfangen und dann weiter malen bis zum Ende. Am Ende den Pinsel abtrocknen und mit dem abgetrockneten Pinsel den Schlusstropfen wegsaugen.